Medallion. Ihr müsst es ja auch. Leute, wir könnten ruhig mal mehr Likes. Leute, wir könnten ruhig mal mehr Likes. Was ist los bei dir? Sorry, ich muss weiter. Das ist aber nicht nett vor den Leuten. Oder du siehst voll heftig aus, selbst wenn. Ich bin Etzeler. Ach Mann. Nett vor den Leuten. Ha! Alles gut? Ah, das Bild, guckt euch an, Mohammed. Warum? Du bist Schwein! Jetzt guckt euch an, wie Mohammed oder das Kind nimmt. Was ist denn das? Das ist ein Kind, Mohammed. Ja, da sitzt du drauf und machen es hoppa hoppa reiter, oder wie? Wie bitte? Ja. Oh Gott. Oh Gott, das so. Hoppe, hoppe, Reiter. Die Abo-Vorteile von Käse. Was? Von Käse, Bimmereiner, gehen bald verloren. Gott. Oi, nochmal, du. Oi, nochmal, du. Nochmal. Die Nuss. Grüß dich, Sandmann. Metal-Leute. Erneut versuchen. Ob zum nächsten. Ob zum nächsten. Was ist los bei dir? Wirst du geschlagen? Geht es dir, Mursi?
ما ادري الصراحه مش عارف. Hallo, mein kleiner Schlingel. Oh, was ist denn bei dir los, Opi Klotsche? Oh, was ist denn bei dir los, Opi Klotsche? Mein Schlingel, warum, seit wann gehst du live, Alter? Schon immer gehe ich live. Was? Leute, knallt ihm seine dreckigen Winz rein da bei Opi. Komm, was das Schweiner? Aber warum weinst du schon wieder? Erzähl mal. Du bist ein Schlawiner, bist du. Warum bist du rechtsradikal? Warum bist du rechtsradikal? Du bist ein Betrüger! So rechtsradikal, nämlich. Du bist rechtsradikal. Du bist ein Betrüger! Du bist rechtsradikal. Du bist ein Betrüger, Drachenlord. Du darfst rechtsradikal zu sein. Du darfst nicht rechtsradikal sein. Hast du gesehen, wie radikal ich bin? Hast du gesehen? Du stehst auf Kinder. Ja, ich stehe auf Kinder, ja, natürlich, ja. Natürlich. Welchem Alter? Wenn du das sagst, natürlich. Ab welchem Alter? Ab, egal. Egal, sag du. Du weißt doch. Nee, sag doch, das ist doch dein Schema. Sag doch mal jetzt, komm. Ja, sag doch mal, auf welches Kinderschema du stehst. Sag doch mal jetzt, komm. Wenn du sagst, ich stehe auf Kinder, ab wie vielen Jahren stehe ich denn? Sag mal selber. Ja, das weißt doch du am besten. Sag doch einfach den Leuten. Du hast doch gerade was behauptet. Nee, mach das doch ist doch eine Tatsache. Mach doch mal, was? Tatsache? Du weißt, was eine Tatsache ist? Ja, was? Guck mal auf deine Hand, bist. Wenn das wirklich da tätowiert ist auf deine Hand, bist du ein Schmutzfuß und mehr nicht. Warum denn? Du weißt doch gar nicht mal, was das Tattoo bedeutet. Du bist ein Schmutzfuß. Ja, wie deine Mama. Siehst du, gehst du dann gleich auf Eltern. Guck mal. Ah, wenn ich jetzt kann. Deine Mama ist nicht stolz auf dich. Deine Mama ist nicht stolz auf dich. Deine Eltern sind richtig stolz auf dich. Deine und Mama ist nicht stolz auf dich. Du hast keine ich mehr. Ich hab Eltern. Und wenn sie deine nicht stolz dich verstoßen. Deine haben dich verstoßen. Du kamst aus dem Schornstein. Deine haben dich verstoßen. Du, warum warst aus du im Knast? Aus dem Schornstein kamst du. Warum warst du im Knast? Und es hat gebrannt unten und du hast geknistert. Bla 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 bla. Oh, du gebe gelbe Zähne. Gott, yeah. Du hast gelbe Zähne, Mann. Yeah. Ist ja klar, dass du keine abkriegst. Pfui Teufel. Ja, pfui Deibel, du Döbel, du. Rechtsradikal und steht auf Kinder, ey. Dich Dübel, dich schaufel ich in die Wand. Du machst gar nichts. Dübel, stopf dich in die Wand du rein. Machst so. Gar nichts. Ah, dich Dübel, in die Wand mit dir. Aber sag doch mal, warum lässt du die Kinder nicht in Ruhe? Warum lässt du die Kinder nicht in Ruhe? Ich lass Kinder in Ruhe, ich will ja nichts von Kindern. Warum lässt du, aber du Kinderliebhaber mit Fernglas sitzt doch derjenige, du bist doch derjenige, wo Bewährung hat, weil er vom Kindergarten abgeführt worden ist. Junge, rede nicht. Du bist abgeführt worden. Bei dir ist Ziegel auf den Schuh gefallen, Junge. Du bist doch abgeführt worden. Bei dir ist entdeckt worden vor dem Kindergarten, wie du Kinder mitnehmen wolltest. Junge. Ziegler. Was lass geht, mein Kinder, Ziegler? Lass die Kinder in Ruhe. Du bist ein Ziegler. Lass die Kinder in Ruhe. Ziegler. Mit Fernglas sitzt du vom Kindergarten. Ey, was hältst du davon, wenn ich jetzt ein Bild von dir nehme und dann einfach damit live gehe? Vom Kindergarten. Deine Adresse ist ja schon bekannt. Mütchen. Was hältst du davon? Weil ich bin ein King und du nicht, Junge. Lütchen. Was hältst du denn davon, wenn ich jetzt dein Bild nehme und mach damit Live-Matches? Sei ich leise. Mach damit Live-Matches mit deinem Kopf. Immer beiseite, Junge. Du hast gar keinen Support, Mann. Rede nicht. Deine Adresse ist sowieso bekannt. Ja, was? Mein Gesicht ist auch bekannt. Oh, ja. Und das ist jetzt Problem damit. Ja, deine Adresse ist auch bekannt. Das ist Liedchen. Die werde ich verbreiten. Und du machst es so. Und ich verbreite noch so, wie du das die Kinder magst. Liedchen. Lass die Kinder in Ruhe. Pädophile. Hä? Ja, bist du. Was? Du hast schon richtig gehört. Was denn? Du hast schon richtig gehört. Was denn? Lass die Kinder in Ruhe, du hast eh Bewährung. Hä? Ich habe Bewährung? Du hast Bewährung, ja. Die Polizei hat dich doch mitgenommen, weil du hier mit einem schwarzen Lieferwagen vor dem Kindergarten jedes Mal gehalten hast. Was? Ey, was für Storys du dir da aus deinem Krankenschädel rausholst, sorry. Du hast doch irgendwie Jungs mit Pokémon-Karten angelockt. Ja, mit Pokémon, nee, ich hatte noch Bundesliga-Karten von vor 20 Jahren, den habe ich denen gezeigt. Mario Basler, Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, Stefan Effenberg. Lass die Kinder in Ruhe. Ich habe noch richtig geile Fußballkarten. Lass
richtig geile Fußballkarten. Lass die Kinder in Ruhe. Willst du auch mal gucken, komm? Willst du auch mal gucken, komm? Ich zeig dir auch mal ein bisschen Fußballkarten. Ein paar Paninis von vor 20 Jahren. Ah! Ja, aber hör auf damit, Kinder anzulocken. Hör auf damit, Kinder anzulocken. Und was jetzt? Du hast doch Überraschungsei, Digga, bei dir, ständig in deiner Hosentasche. Kinder anzulocken. Hör auf damit, Kinder anzulocken. Überraschungsei, rede nicht. Guck mal, du bist kein Support, gar nichts hast du. Du bist doch Fu-League. Du bist unter meinem Schuh, unter Linchen Schuh. Ja. Linchen auf deinen Kopf, Junge. Ja, die Linchen ist so eng und jetzt befehle ich dir rauszugehen. Ja, hier, hier, der, ich der bei dir. Ich befehle dir rauszugehen. Ich befehle dir. Stark, stark. So, ab zum nächsten. Ihr habt sie schon aufgenommen, wie es zugegeben hat, dass auf Kinder steht, oder? Was ist los bei dir? Ja, das musst du dann in die von den Telegram. Was ist los mit dir? Musik aus! Geht doch. Ja, Leon, post am besten in die Gruppe rein, in Telegram. Ja, die Buddy News Chat Gruppe, ganz normal. Für was denn? Wird schmecken, mach weiter. Für was denn? Ich gehe gar nicht auf dich ein, weil ich du verloren hast. Aufnehme gerade. Ja, du brauchst eh schon verloren. Du eine Anzeige bekommen wirst. Für was denn? Warum hast du jetzt Verstoßwarnung bekommen? Du wirst eine Anzeige bekommen und ich werde Geld kassieren. Für was werde ich angezeigt? Das ist ein Einnahmen für mich. Okay, was ist der Strafbestand? Mach weiter, ich lass dich reden. Okay, also weil hast du eh schon jetzt aufgegeben, also hast du verloren. Mach das weiter. Ist gut. Ja, wenigstens siehst du ein, wo dein Platz ist. Gell. Hadi, gell. Sieg dir, geht. Hadi, komm. Ja, weiter. Also, du hast die AGBs von TikTok nicht durchgelesen. Das hab ist ich mir schon klar. Habe ich schon. Nee, hast du nicht. Das ist selbstverständlich. Über welche AGBs redest du denn? Ich kann dir sogar den Punkt sagen davon. Erzähl mir mal den Punkt der AGBs. Ach, guck mal, wir haben ja einen Pferdeliebhaber. Ja, aber sag doch mal, um welche AGBs es geht. Mann. Du kannst doch nicht an Thema anfangen und nicht drauf eingehen. Du besiegst dich gerade selbst. Mach weiter, ich höre dir zu. Ja, aber du besiegst dich doch gerade selbst. Ist das nicht ein bisschen traurig? Ich werde dich übrigens nicht, ich werde dich auch anzeigen. Ich zeig dich irgendwie Volksverhetzung. Kannst du gerne machen, ich mache ja nichts. Ich habe genug Zeugen, ich habe über 100 Zeugen, dass du volksverhetzt. Der Stream wird aufgenommen, das ist dir klar, ne? Ja, ich weiß, und ich habe über 100 Zeugen, die auch noch eine anonyme Anzeige machen gegen dich. Gerne, ich warte drauf. Ja, wegen Volksverhetzung. Volksverhetzung, was macht man denn da? Das, was du machst. Du machst eine Volksverhetzung hier. Der Staatsschutz, hier schreibt, der nächste Staatsschutz wird informiert. Sieht nicht gut für dich aus. Oh Mann, bin ich müde geworden. Ich merke schon, du bist so ein kleiner Intelligenzallergiker. Ich sag dir nur eins, stilles Wasser ja? ist tief, merkt dir das. Echt? Das sagt man nicht umsonst, ja. Okay, wie tief kann es denn sein? Du wolltest mich doch gerade mobben, warum kommt da jetzt nichts bei rum? Hat nicht so geklappt mit Mobben. Komm, wir machen noch eine Runde. Okay. Komm. Willst du mich diesmal wieder mobben, wie du das gerade eben angekündigt hast? Oh, wurde wegen Belästigung und Mobbing eingestellt. Schade, gute Frau. Und da ist dein Live jetzt dann doch nicht gespeichert, wie es aussieht. Nee, wurde wegen Belästigung und Mobbing weggemeldet. Ja, aber sie hat ja auch gesagt, das wird eh aufgenommen. Das ist auch klar, dass sie das Replay hat, aber jetzt ist das Replay weg. Ihr Replay ist einfach weg.
weil sie besiegt wurde. Leute, wir distanzieren uns von Mobbing. Richtig, ich werde mal einen Neustart machen, Leute. Ich bin